Jo, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, es geht wieder weiter mit unserer schicken DT. Ja, ich habe hier schon ein bisschen angefangen, muss ich sagen. Ich habe mir den Vergaser nochmal angeschaut, den haben wir ja schon mal hergerichtet und alles. Hatten ja ursprünglich das Problem, dass die DT abgesoffen war, sie deswegen nicht gestartet ist. Dann haben wir den Vergaser hergerichtet, dann hat alles gepasst, dann ist sie kurz gestartet und dann ist sie wieder abgesoffen. So, das ist der Stand der Dinge. Ich habe mir jetzt den Vergaser nochmal angeschaut, habe eben mal die kleine Nebendüse rausgebaut. Ihr müsst wissen, für die DE03 und DE06 gibt es verschiedene Vergasereinstellungen. Das ist ja eine DE06, deswegen beziehe ich mich jetzt hier auf die DE06 Einstellungen. Und zwar haben wir hier eine 17,5er Nebendüse, das passt auch. Bei der Hauptdüse habe ich allerdings dann gesehen, jetzt schauen wir mal, ob wir sie in den Fokus kriegen. Ja, doch, ja, so. Genau, hier haben wir eine 270er Düse verbaut. Wohl angemerkt, dass, Fokus, standardmäßig ist eine 210er verbaut. Und laut DTpedia wird empfohlen, wenn wir eine Abgasanlage verbaut haben, circa 240er, 250er, maximal, wenn dann den Schnorchel anscheinend auch noch ab hat, der was hier verbaut ist, der ist aber noch dran, maximal eine 260er. Jetzt ist hier eine 270er verbaut. Ja, heißt zwar eigentlich nicht, dass das Moped so stark absaufen dürfte, dass die ganze Kugelkammer vorläuft, nur weil die Hauptdüse zu groß ist. Aber könnte schon ein bisschen was dazu führen. So, hier ist mein kleines Düsensortiment. Da sind einfach verschiedene Düsen, die ich über die Jahre angesammelt habe, drinnen. Also ich habe mir mal öfters mal so Düsensets gekauft. Vier verschiedene. Das sind zum Beispiel die für Delorto-Vergaser. Und das hier sind dann eben so die für die Mikuni-Vergaser. Die verschiedenen. Da schaue ich jetzt mal, ob ich eine passende finde. Dann werde ich natürlich auch vergleichen, ob das ungefähr passt. Weil es gibt ja einmal welche, die werden in Durchfluss berechnet und einmal in wie groß die Bohrung in Millimeter ist, glaube ich. Die zwei Arten gibt es. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also vertraut mir da mal nicht, dass das ganz stimmt. Aber das gibt es, glaube ich, so grob. Es gibt auf alle Fälle zwei verschiedene. Und jetzt schaue ich mal, dass ich da eine passende finde. So, also jetzt hier nochmal das, was ich gemeint habe. Beides jetzt hat hier 150er Düsen. Und ich glaube, man kann schon auf den ersten Blick erkennen, dass da ein kleiner Unterschied ist. Beides die gleichen Düsen. Deswegen ist es das wichtig, dass man da schaut. Genau, aber wir brauchen diese hier. Man sieht schon, die schauen sich jetzt relativ ähnlich. Ich probiere es jetzt einfach mal mit einer 150er. Das heißt 20 kleiner. Das heißt, wir sind auf alle Fälle nicht zu mager. Wir sollten aber auch nicht mehr zu fett sein. Wenn die nicht funktioniert, dann kommt eine 240er rein. Genau, so probieren wir es einfach mal aus. So, und wegen der Vergasernadel habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen nachrecherchiert, weil ich mir da nicht ganz sicher war. Also es ist so, es gibt einmal diese Version, das ist die von der DE06. Die hat insgesamt nur drei Kerben. Und die von der DE03 hat, oder halt 4BL, ne, hat insgesamt fünf Kerben. Das heißt, hier haben wir nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten. Standardmäßig ist auch quasi die zweite von oben, beziehungsweise hier einfach in der Mitte. Genau, so bauen wir das Ganze mal zusammen und dann schauen wir mal, wie der Vergaser läuft. Der Vergaser ist jetzt ready, das heißt, ich werde das Ganze jetzt ins Bike einbauen. Natürlich kommt dafür dann auch wieder die Membran und die Zündkerze rein und auch der Auspuff. Das Ganze machen wir jetzt einmal, würde ich sagen. Zeit für ein bisschen Musik. Let's go! Thank you.
Okay, Moment der Wahrheit. Ich habe jetzt den Benzin, also den Tank noch drauf getan, Benzinhahn aufgedreht. Auspuff hängt jetzt hier nur so halb dran, aber das ist jetzt nochmal zum Ausprobieren. Und normalerweise sollte sie jetzt eigentlich starten. So, ich mal noch eben die Batterie. Okay, nachdem die Vergaseeinstellung jetzt für die DT auch nicht funktioniert hat, bedeutet das für mich, dass hier absolut irgendwas mit dem Vergaser nicht passt, weil der einfach zu schnell Benzin einspritzt und dadurch einfach die Kurbelkammer sofort absäuft. Also wenn das Moped nicht direkt beim ersten Mal startet, dann säuft die Kurbelkammer ab. Und auch wenn sie dann mal startet und man einfach ein bisschen Gas gibt, dann hört man, wie sie komplett absäuft. Und so stark wie das Moped jetzt absäuft, kann es nicht sein, dass die Hauptdüse einfach zu groß ist oder sowas. Ich schätze mal, dass der Nadeldüsenschaft, also der innere Teil vom Vergaser, wo die Nadel entlang geht und dann die Hauptdüse angeschraubt wird, der könnte vielleicht einen Riss haben oder so. Oder sonst könnte auch der Vergaser irgendwo einen Riss haben und dadurch einfach, dass dann zusätzlich zu den ganzen, was eingespritzt wird, zusätzlich halt mehr reinkommt, weil ansonsten kann es einfach nicht sein. Meine Lösung dafür ist jetzt folgende. Und zwar habe ich viele Teile bestellt, damit wir das Moped fertig machen können. Und ein paar kennen das schon, vielleicht von einem anderen Projekt, da habe ich dasselbe mal gemacht. Wenn man den Mikuni einfach nicht zum Laufen bekommt, weil der einfach durch das Alter dementsprechend schon einen Defekt hat oder auch gemurkst worden ist, sagen wir mal, von irgendwem anders. Weil bei dem ist es ja auch so, dass die Standgemisch, also die Luftgemischschraube hier kaputt ist. Klar, das könnte man reparieren, ist aber der Aufwand nicht wert, wenn der Vergaser so schon nicht funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass es an der kleinen Gemischschraube liegt, weil das auch nicht so eine große Auswirkung haben kann. Selbst wenn die komplett herausgeschraubt wäre, würde das Moped nicht so absaufen. Also, sag ich jetzt mal, ist jetzt mal meine Behauptung. Könnte theoretisch schon sein, aber glaube ich jetzt nicht. Genau, aber lang rumgeredet. Ich zeige euch mal die ganzen Teile, damit wir die DT fertig machen können. Da haben wir das Zeug. Ist jetzt nicht viel, aber reicht, dass wir die DT wirklich fertig bekommen eigentlich. Neuen Luftfilter, damit die einfach wieder clean ist. Noch eine Schlauchstelle, die ist für die Luftseite vom Vergaser, weil da ja die passende eben gefehlt hat. Ich habe jetzt auch keine passende da, deswegen habe ich eine bestellt, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Dann hier ein neuer Deckel, der schön lackiert worden ist. Der ist hier für die Ölpumpe, da kommt er drüber, damit er hier wieder schön zu ist. Der hat nämlich gefehlt, der war einfach nicht dabei. Ich hatte jetzt auch keinen mehr übrig. Ich habe nur den von dem anderen Modell, von dem anderen Motor, der was einfach flach ist. Ein Zündkerzenstecker, einfach aus dem Grund, weil der jetzige auch schon, der ist aus Plastik, nicht aus Gummi. Und der jetzige fängt an schon zu zerbröseln, das ist natürlich auch nicht so gut. Dann noch eine neue Zündkerze, weil die alte ja auch schon sehr rostig ist. Und das vielleicht auch noch ein bisschen was damit zu tun hat, dass der Motor nicht so gut läuft. Genau, und eben das Wichtigste, der Delorto PH BH28 PS. Ja, das ist mein Geheimtrick immer für DDTs. Das ist zwar jetzt hier nicht mein Original Delorto, sondern Nachbau. Funktioniert aber meiner Meinung nach genauso gut. Ja, die Sachen werden wir jetzt einbauen und austauschen. Und dann sollte sie eigentlich laufen. Ich fange jetzt direkt mit dem Vergaser, Schlauchstelle an, Luftfilter und also hier, ne, Zündkerze und Zündkerzenstecker tauschen wir jetzt gleich mal. Luftfilter, den Deckel und die Griffe machen wir dann später dran, weil das ist dann eher erst relevant, wenn sie läuft.
Okay, die DT ist soweit zusammen, dass wir das Ganze jetzt eigentlich dann mal starten können. Jetzt kommt noch schnell der Tank drauf und Benzin rein und dann können wir mal schauen, ob sie angeht. Ich habe jetzt doch wieder die alte Zündkerze reingebaut, weil die neue mir beim Kappe runtermachen. Ich wollte diese Kappe hier runterschrauben, damit der Zündkerzenstecker passt. Und dann ist die mir einfach gebrochen. Und ja, hier gebrochen. Vielleicht war das eine, wo man die Kappe nicht runterschrauben kann, keine Ahnung. Normal geht es eigentlich immer bei den NGK, oder? NGK ist das? NGK, genau, normal geht es bei denen immer, bei der irgendwie nicht. Komischerweise wieder ein neues Problem aufgedeckt. Also wir wissen jetzt, dass der Vergaser nicht das Problem sein kann. Und die DT lief ja schon mal. Sie ist ja mal angegangen und dann wieder abgesoffen. Jetzt haben mich aber hier herausgefunden, dass die Zündkerze mal wieder, wenn man den Motor anschaltet, die Zündung anschaltet, manchmal einen Funken macht. Und wenn ich jetzt hier macht, aber wieder kein Funken. Das ist sehr, sehr komisch. Das heißt, wir haben jetzt anscheinend doch irgendein Problem mit unserer Elektrik. Ich hatte jetzt als erstes im Verdacht den Schalter hier vom Kickstarter. Der ist es aber nicht. Den habe ich jetzt mal auf Durchgang geprüft und funktioniert. Was ich jetzt in Verdacht habe, ist, dass es die Zündspule ist. Ich werde die jetzt mal kurz ausbauen und die Kontakte hier ein bisschen reinigen, weil vielleicht hat die keine so gute Verbindung auf Masse. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann tun wir die gleich mal durchmessen und schauen, was die für einen Widerstandswert hat. Aber es könnte nämlich auch sein, dass einfach die Zündspule kaputt ist. Das ist sehr wahrscheinlich. Okay, Zündspule durchgemessen, Kontakte gereinigt, hat alles nichts gebracht. Ich habe jetzt mal den Zündungsdeckel abgemacht und ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, warum es auch so sporadisch ist. Und zwar der Pickup-Sensor hier beim Kabel schleift da am Polrad. Und ich glaube, dass das hier zu einem Kurzschluss führt, was dann auch dementsprechend dazu führt, dass das Ganze nicht funktioniert, so wie es sein soll. Wenn ich den jetzt hier mal so richtig hinbiege und da kein Kurzschluss mehr passieren sollte, schauen wir mal, ob sie dann so jetzt einen Zündfunken hat. Okay, ich habe es jetzt einfach bloß wieder drauf gesteckt. Jetzt macht sie das auch nicht mehr, dass sie beim Starten schon Funken hat. Jetzt schauen wir mal. Ja. Perfekt, das ist die Lösung zu unserem Problem. Geil, dann sollte die DT eigentlich jetzt laufen. natürlich muss ich die Kabel erst löten, bevor ich das wieder zusammenbaue. Ja, war doch ein einfacher Fehler, wieder an doch gedacht. Ich dachte jetzt schon, wunderbar, was mit der Elektrik ist. Aber nachdem es sporadisch war, weil sie immer lief, musste das irgendwie sowas sein. Aber cool, dann haben wir das jetzt gefunden. Das heißt, ja, löten wir beim nächsten Mal die Kabel und schauen dann, dass sie läuft. Vielleicht kann ich dann sogar wieder doch auf den Mikuni umbauen. Und sie läuft mit dem Mikuni dann richtig. Aber cool, dass wir es gefunden haben. Ja, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.